Moin zusammen oder aus meiner Sicht guten Abend. Wir machen heute mal nicht Sonnenuntergangsfotografie. Der Sonnenuntergang ist nämlich gerade eben vorbei und auch das Farbspektakel am Himmel lässt jetzt mehr und mehr nach. Und ich zeige euch heute in einem kleinen Video mal, mit welchen Mini-Hilfsmitteln man aus einer schönen Abendstimmung nochmal so ein kleines Fitzelchen mehr rausholen kann. Wenn ihr neugierig seid, bleibt dran. Und damit nochmal einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich befinde mich am Altrheinsee in Aich, habe einen wunderschönen Sonnenuntergang verbracht und möchte euch jetzt, wo die blaue Stunde beginnt, mal zeigen, wie man in einer relativ schönen Atmosphäre, in einem tollen Ambiente, mit einem kleinen Hilfsmittel nochmal so ein kleines Extra Bildchen rausholen kann, wenn man vielleicht davor, wie ich jetzt schon, einen wunderschönen Sonnenuntergang verbracht hat. Oder aber es geht natürlich auch in anderen Locations. Ein Feld bietet sich an für das, was ich dabei habe. Irgendwas Outdoor auf jeden Fall. Indoor, ja, geht bestimmt auch, aber Outdoor würde ich da auf jeden Fall empfehlen. Mit einem Artikel, der wirklich nur ein paar Euro gekostet hat. Und den versuchen wir jetzt mal nochmal cool in Szene zu setzen, hier an der Location, an der ich bin, am Altrheinsee in Aich. Und ja, mal gucken, ob uns das gelingt. Jetzt werde ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen beeilen müssen, dass das hier mit dem Restlicht vom Video her auch was wird. Was ich mir gekauft habe für wenig Geld, ist so eine kleine Sturmlampe. Und zwar batteriebetrieben mit LEDs. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wow. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die gibt es auch in teuer. Die müsst ihr aber gar nicht in teuer kaufen, wenn ihr es tatsächlich nur aus Fotogründen haben wollt und nicht etwa als Deko für einen Garten. Wenn ihr es natürlich als Deko haben wollt, würde ich vielleicht auch schon auf ein bisschen mehr Qualität achten, gar keine Frage. Aber so habe ich mir die gekauft. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, was sie gekostet hat. Ich glaube, keine 15 Euro. Und habe die jetzt heute mal mit hierher genommen an den See und werde die jetzt gleich on location platzieren. Und dann wollen wir doch mal schauen, was für eine Bildwirkung wir damit erzielen können. Und jetzt möchte ich euch natürlich auch noch zeigen, was On Location denn heißt. Ich bin ja, wie gesagt, am Altrheinsee in Aich, habe hier so einen alten Steg vor mir, den ich aber nicht ganz betreten möchte, denn der sieht echt sehr, sehr klapprig aus. Und habe hier jetzt noch restliche Abendstimmung. Und ja, habe hier, wie gesagt, einen schönen Sonnenuntergang verbracht und werde dann jetzt mal schauen, was wir hier mit der Lampe tatsächlich in dem Bild noch alles rausholen können. Die platziere ich jetzt mal auf dem Steg und dann schauen wir mal, mit welcher Brennweite wir die am besten einfangen können, sodass es auf dem Bild relativ cool aussieht. Und ja, mal gucken, wie das Ergebnis dann ausschaut. Toller Sonnenuntergang. Gerade vorbei. Upsa. Und hier jetzt unten dann noch eine Lampe platziert auf dem Steg. Möglichst mittig. Weit davor kann ich sie nicht platzieren, weil ich möchte diesen Weg echt nicht weiter gehen. Und ja, dann halt ein tolles Bild rausgeholt. Mit der richtigen Belichtungszeit muss man dann ein bisschen schauen und auch mit der Intensität. Bei der Lampe ist es jetzt natürlich relativ gut, dass man die Helligkeit regulieren kann. Ich habe es jetzt voll aufgedreht und das ist natürlich relativ cool und da muss man einfach so ein bisschen schauen mit der Belichtungszeit. Aber sonst ist das natürlich eine prima Idee, um einen schnellen Schuss irgendwie zu machen. Und so ein Bild dann tatsächlich irgendwie nochmal so ein bisschen aufzupeppen. Also ich finde es ehrlich gesagt gerade grandios. Ja, es ist ein bisschen mehr an Gepäck, aber wiegen tut das Ding im Prinzip nichts. Und ja, ich sag mal so, für den Preis, für was weiß ich, also wie gesagt, hat keine 15 Euro gekostet. Ja, da kann man es auch verschmerzen, sollte sie runterfallen. Ja,
Ich glaube nicht, dass man sie danach noch so oft benutzt, weil wie gesagt, der Preis spiegelt sich dann in der Qualität dort wieder. Ist natürlich nicht die beste Qualität. Ich würde es also wirklich nicht bei Sturm in den Garten hängen. Aber so, um sie in einem kleinen Fotoshooting mit einzubauen, herrlich. Sieht gruselig aus hier im Video. Jetzt toppen wir das Ganze sogar noch. Jetzt habe ich nämlich noch einen Lance Ball platziert. Und in dem Fall ein Love Lance Ball, den es jedes Jahr irgendwie an Valentinstag bei Rollei gibt. Der hat so ein eingraviertes Herz. Das habe ich jetzt mal mit etwas Abstand vor meine LED-Sturmlaterne platziert. Und wie das auf dem Bild aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. So, bevor mir das Licht jetzt hier gleich komplett ausgeht und vor allen Dingen auch noch meine Akkus leer sind, verabschiede ich mich mal für heute. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie ihr mit kleinen Hilfsmitteln für wenig Geld, und so ein Lance Ball haben eh viele griffbereit, man doch aus einem wunderschönen Abend nochmal so ein kleines bisschen was on top rausholen kann. Also, kleiner Quick-Tipp, welche Utensilien ihr tatsächlich alle einsetzen könnt, wenn ihr mal Bock habt auf Fotos, die eben nicht jeder macht. Und jetzt habe ich Bock auf Heimweg, denn es ist echt kalt jetzt mittlerweile und ich habe noch ein paar Kilometer vor mir. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.